Tarara, die absolute Erkenntnis ist da. Es gibt keinen Erkennenden und das macht nichts. Wobei die absolute Erkenntnis sich als das zu erkennen gibt, dass das Erkennen nichts macht und dass alles andere auch nichts macht. Auch nichts macht, dass nichts eine Macht hat und dass die Machtlosigkeit auch nichts macht. Also alles, was je als gemacht erscheint, als gemacht gemacht erscheint, macht nichts. Und wenn dieses macht nichts wieder einem was macht, dann macht das auch nichts. Diese absolute Erkenntnis macht nichts, ist also völlig bedeutungslos, bringt nichts. Natürlich kannst du in ein Café gehen und dir einen Kaffee bringen lassen, aber das macht auch nichts. Oder du kannst ganz verzweifelt sein darüber, dass du nicht kapierst, warum es so viel schöne und schlimme Dinge gibt, schöne und hässliche Sachen gibt. Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten, warum es so viel Polarität gibt. Aber es macht nichts. Es kümmert keinen, dass es keiner kapiert und dass es nichts macht. Keine Macht hat, die was machen könnte. Es ist die Allmacht, die absolut machtlos ist. Denn sie ist allmächtig, aber hat keine Macht über sich selbst. Also ist total kontrolllos, ohne Kontrolle, die Kontrolllosigkeit, weil sie kann sich selbst nicht kontrollieren, weil es ja keine zweite Ausgabe von sich selbst gibt. Also ist die Allmacht gleichzeitig die Ohnmacht. Aber, wie schon gesagt, macht das alles nichts. Macht nichts.